Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um das Thema Parkinson. Parkinson, ja, Morbus Parkinson ist eine Gehirnerkrankung, eine neurologische Erkrankung, die in der Regel erworben ist. Es ist so, dass ein gesundes Gehirn krank werden kann durch bestimmte Umstände und das Morbus Parkinson äußert sich darin, dass an einer bestimmten Stelle im Gehirn, nämlich die Substantia nigra, das ist eine Substanz im Mittelhirn, ein Bereich im Mittelhirn, die dafür verantwortlich ist, das Dopamin zu produzieren. Und die wird krank, die wird zerstört und dadurch gibt es zu wenig Dopamin im Gehirn und wenn das Dopamin fehlt, merkt man das an bestimmten Phänomenen. Ein Phänomen ist einfach, dass die ganze Muskelsteuerung nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, die Bewegungen werden unter Umständen langsamer, kleinschrittiger, das Gesicht, die ganze Mimik friert ein. Es ist so, als gäbe es gar keine Mimik mehr. Und letztendlich kommt dann der Tremor unter Umständen dazu. Das heißt, das Zittern der Hände erst langsam und dann irgendwann stärker und nicht mehr steuerbar und kontrollierbar. Und in dem Fortschreiten der Erkrankung kann es dann auch zu anderen Störungen kommen, die sich im Charakter äußern. Ja, das Dopamin hat so eine Filterfunktion im Frontalhirn. Und wenn das Frontalhirn nicht mehr richtig versorgt wird, dann kann es sein, dass bestimmte soziale Filter nicht mehr funktionieren und die Personen einfach dann regelmäßig ihre negativen Charakterspitzen zeigen. Und es ist auch so, dass es dann bis hin zu Demenz gehen kann. Ja, das große Problem ist, dass man hier am besten prophylaktisch arbeitet und je früher man diese Erkrankung erkennt, umso besser. Früherkennungen oder Frühzeichen sind zum Beispiel der gestörte Geruchssinn. Also wenn man irgendwann nicht mehr so richtig alles riechen kann, ein guter Test ist Erdnussbutter. Wenn man plötzlich Erdnussbutter nicht mehr riecht, dann ist ein starker Hinweis, dass mit dem Gehirn was nicht in Ordnung ist und man sollte dann unbedingt das Ganze untersuchen lassen. Weiterer Hinweis ist, wenn man nachts zum Beispiel plötzlich anfängt zu schreien und um sich zu schlagen oder wenn plötzlich Stimmungsschwankungen auftauchen, ja, so Charakterspitzen hoch, tief und was auch noch sein kann, ist, wenn man plötzlich Verstopfung entwickelt, ja, wenn man das gar nicht kannte, aber auf einmal Verstopfung hat. Also das sind die Frühzeichen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der Verstopfung hat, gefährdet ist für Parkinson. Man muss das immer vorsichtig betrachten. Aber es macht Sinn, wenn mehrere Zeichen zusammenkommen, dann doch tatsächlich das Ganze mal untersuchen zu lassen, vor allen Dingen, wenn das Alter noch dazu passt. Ja, das Ganze, die Risikogruppe liegt mittlerweile so bei ab Mitte 50 bis 60. Da startet das Ganze. Und wenn da dann solche Symptome plötzlich auftauchen, macht es Sinn, in diese Richtung auch zu denken. Ja, was kann man tun? Oder beziehungsweise was sind die Ursachen? Wenn man die Ursachen kennt, kann man versuchen natürlich was zu tun. Die Hauptursache ist für die Zerstörung der Substantia nigra sind Giftstoffe, sind Toxine. Also ganz, ganz vorne dran stehen Schwermetalle, aber auch Leichtmetall, Aluminium, aber auch andere Toxine, die so aus der Umwelt kommen können, Chemikalien, die aus der Umwelt kommen können. Aber das sind so die Kerntoxine, denen wir ausgesetzt sind. Das heißt, wer Amalgamfüllungen im Mund hat, ist ständig mit Quecksilber belastet zum Beispiel. Aber auch das Aluminium ist regelmäßig da, weil wir es einfach in der Atmosphäre haben und viel einatmen. Und es sammelt sich über die Jahre und Jahrzehnte im Gehirn und zerstört bestimmte Areale im Gehirn. In manchen Fällen dann eben diesen Bereich im Mittelhirn, diese Substantia nigra. Was auch noch sein kann, sind schwerwiegende Unverträglichkeiten auf Lebensmittel, die man aber nicht unbedingt merkt. Das ist das Tragische daran. Jemand, der die Unverträglichkeiten merkt, der lässt sie freiwillig weg, diese Lebensmittel. Aber wenn man es nicht merkt, dann entstehen trotzdem stille Entzündungen im Darm und es entstehen solche Leaky Guts, also das heißt, die Verbindungen der Darmzellen sind nicht mehr optimal. Ah ja, und dann können bestimmte Stoffe, Entzündungszytokine, aber auch Proteinarten von den Pflanzen, so sogenannte Lektine, das sind so Stoffe oder Proteine, die die Pflanzen entwickeln, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Ja, die sind nicht immer gut für uns. Also viele können wir vertragen, aber manche eben auch nicht. Diese Stoffe können dann ins Gehirn kommen letztendlich entweder über das Blut oder aber auch über das Nervensystem. Ja, Nerven transportieren auch Stoffe. Und der Vagusnerv ist der größte betroffene Nerv. Und es kann dann sein, dass über die Jahre ganz einfach das Gehirn auch kaputt geht durch diese Substanzen.
Allen voran steht hier das Getreide und vor allen Dingen der Weizen, aber auch das Getreide mit dem Gluten allgemein und auch die Tiermilchprodukte. Das sind so die größten Probleme, die wir haben in dieser Richtung. Was noch zusätzlich sein kann, sind sogenannte Prionen. Prionen sind auch bestimmte Eiweißbestandteile oder Partikel, die man nicht so genau zuordnen kann. Es ist bis jetzt in der Forschung noch nicht so ganz klar, wo kommen die her, warum sind die da. Aber Prionen können eine Rolle spielen und man findet sie ganz stark im Fleisch und vor allen Dingen im Wildfleisch, also so Reh, Wildschwein etc. Da sind sie sehr stark drin. Und wer verhindern will, dass er mit Prionen sein Gehirn belastet, der sollte tunlichst versuchen, eher pflanzlich zu essen. Prionen, genauso wie diese WGAs, also die Weizenkeimagglutinine aus dem Weizen, aber auch das Gluten selber oder andere Zytokine können ins Gehirn reinkommen und sind dann dort nicht mehr weiter zerstörbar. Also man kann sie nicht mehr auflösen oder wegmachen. Und dann sammeln die sich an bestimmten Stellen, vielleicht in Kombination mit den Schwermetallen und machen was kaputt. Und hier sind wir dann auch schon bei der potenziellen Lösung. Die potenzielle Lösung ist natürlich das Vermeiden dieser Toxine und das Entgiften dieser Toxine. Ja, bei den Lebensmitteln heißt es einfach eine Umstellung der Ernährungsgewohnheiten. Und beim Entgiften ist eben so, dass man versucht, durch möglichst günstige Mittel, die Gifte aus dem Körper rauszubekommen, vor allen Dingen aus dem Gehirn. Unser momentan bestes Entgiftungsmittel, das wir da dringend empfehlen können, ist das Clean Slate von der Firma Root. Super genial. Schafft es tatsächlich, fast all diese genannten Bestandteile zu binden, auch im Gehirn. Und das ist was Großartiges. Das ist zumindest unsere Erfahrung, die wir bisher gemacht haben. Und wichtig ist natürlich die Art und Weise der Anwendung. Da ist es gut, wenn man sich an die Packungsangaben hält oder gegebenenfalls das Ganze austestet. Dafür haben wir das Dr. Mama-System entwickelt, um mit der Testmethode ganz einfach herauszufinden, wie man das machen kann, wie man testet, was man braucht. Ja, ein zweiter großer Komplex ist das Dopamin. Wenn es schon so weit ist, dass man nicht mehr prophylaktisch arbeiten kann, dann ist es wichtig, dass man versucht, zumindest die Symptome einzudämmen. Macht man auch mit der Entgiftung, aber es ist vielleicht gar nicht schlecht, Dopamin von außen zuzuführen oder zumindest die Bausteine zuzuführen, sodass der Rest vom Gehirn das noch irgendwie versuchen kann, selber zu synthetisieren. Hier ist die Schulmedizin nicht ganz zu verteufeln. Es gibt da potente Mittel, die helfen können, gerade wenn der Zustand schon fortgeschrittener ist. Aber wenn man es erstmal alternativmedizinisch versuchen will, dann ist eins der besten Möglichkeiten, über die Mucuna-Bohne zu arbeiten. Die bietet im Grunde genommen eine natürliche Vorstufe vom Dopamin. Und am allerbesten ist es in Kombination mit verschiedenen anderen Stoffen. Und das findet man in dem Mittel Zero In, also mit Z geschrieben, Zero In. Wir verlinken das unten, auch von der Firma Root. Die bieten dort diese Möglichkeit, dass man das Ganze synergistisch so zusammen eine Komposition bekommt, dass es wirklich aufnehmbar ist vom Darm und dann auch tatsächlich im Gehirn ankommt und da wirken kann. Ein zweites oder ein drittes gutes Mittel ist das Restore, ebenfalls von der Firma Root. Restore deswegen, weil dort einfach diese Kombination aus den Stoffen, die da drin sind, hilft, den Darm zu regenerieren und da einfach zu schauen, dass dann da keine neuen negativen Stoffe mehr ins Gehirn kommen. Hilft aber auch, restliche Körperzellen zu regenerieren und da wieder Erneuerung zu schaffen. Und ein tolles Mittel, was ebenfalls sinnvoll ist, gegen die Prionen vor allen Dingen, das ist das HOCl, die hypochlorige Säure. HOCl kann man in Form von einem Spray tatsächlich anwenden, entweder verdünnt oder unverdünnt. Es ist nicht schädlich in der Konzentration, in der man das kriegen kann. Es gibt es als Hotzelwasser, verlinken wir auch unten, Hotzelwasser von biopure.eu. Das Hotzelwasser in die Nase sprühen, weil es über die Nase dann einen direkten Zugang zum Gehirn finden kann und eventuell es schafft, die Prionen zu neutralisieren, die sich im Gehirn schon angesammelt haben. Wichtig zu wissen ist auch, es ist möglich, eine Krankheit, die schon vorhanden ist, einzudämmen in ihrer Geschwindigkeit, in ihrem Prozess, eventuell den Prozess, den Stadium einzufrieren, dass es nicht schlimmer wird. Was nicht geht, ist, dass man Substantia nigra nachbaut. Das funktioniert nicht, das haben wir bisher noch nie geschafft. Aber wir haben es schon geschafft, durchaus Zustände zu stoppen und einzufrieren, sodass das nicht schlimmer wird. Und am allerbesten ist wirklich die Prophylaxe, am allerbesten ist wirklich rechtzeitig anzufangen, einfach den Körper zu schützen vor diesen ganzen Stoffen, damit eben nicht Morbus Parkinson entstehen kann oder andere Erkrankungen. Wie es geht, lernt ihr im Dr. Mama System. Wenn ihr Lust habt, schaut mal in unsere Akademie vorbei. Die haben wir extra für euch gestaltet. Die ist kostenlos, da könnt ihr kostenlos ganz viel Infos bekommen.
Und schaut mal bei Instagram vorbei, da gibt es ganz, ganz viele Informationen auch unter Die Praxis Family. Liebe Grüße, ciao, der Matthias.